Erstes Video im neuen Jahr. Juhu! Ich fange mal mit einem Thema an. Wir haben für 2022 bei uns in der Ausbildung und im, also vor allen Dingen in der Ausbildung, aber Neuerungen dazu genommen, weil das kommt jetzt dann schrittweise. Weil es geht nicht darum, bei mir einfach zum Training zu kommen und ich zeige da ein paar Tricks, sondern bei mir, wenn du bei mir trainierst, geht es darum, deinen Hund wirklich zu verstehen, deine Einstellung deinem Hund gegenüber zu überdenken. Wie siehst du deinen Hund und warum siehst du deinen Hund so? Und siehst du ihn auch richtig? Und da gibt's jetzt einmal im Monat immer zwei Workshops online, wo man einmal die Basics, weil das ist immer so schwierig, unterm Training das alles erklären. Die meisten Leute tun sich unheimlich schwer und du kannst nur die Hälfte nehmen. Und ich habe mir jetzt gedacht, wenn du vorbereitend auf das praktische Training einmal zwei Online-Kurse hast, ja, wo du einmal die Kopfarbeit zumindest 50% hinkriegst, ist beim Umsetzen, beim Training dann schon viel leichter. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das dann auch völlig selbstständig umsetzen kann und der dann gar nicht kommen braucht. Ich meine, um Gottes Willen, ich freue mich über jeden, der kommt, aber ich bin halt nicht der Typ Trainer, der die Leute an sich bindet. Ich mag das nicht. Aber wenn du Mitglied bist bei unserem Verein, sind 70 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Und wenn du bis im darauffolgenden Jahr, bis Februar, den Mitgliedsbeitrag nicht einzahlst, bist du kein Mitglied mehr. So einfach ist es. Und wenn du dem April wieder einzahlst, bist du wieder Mitglied. Ich mag das nicht. Ich will wirklich niemanden, ich hasse das selber. Für mich ist Freiheit. Und vor allen Dingen, ich denke mir, wenn du gut bist, dann hast du es nicht notwendig, Leute zu knechten und mit 700 Knebelverträgen und du kannst nur kündigen bei völliger Mondfinsternis am 32. jedes Monats. Brauche ich nicht. Ja, wer will, bleibt da, wer nicht, geht. Im Anschluss seht ihr ein Video mit der Hilde. Ich muss dazu sagen, ich habe die Pferde jetzt nicht vernachlässigt. Ich habe einfach wirklich so viel zu tun gehabt mit den Hunden, dass die Pferde ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und darum kommt heuer eben ein neues Konzept, dass ich auch die Pferde wirklich optimal unterbringe. Und meine Tage, wo 14, 16 Stunden Tage, das ist bei mir keine Seltenheit. Ja? Aber ich mache das gerne. Ganz wichtig, ich liebe meine Arbeit und ich mache das gerne. So, und jetzt geht's einmal grundsätzlich, worum geht's in diesem Workshop einstellungstechnisch. Schau. Ich habe von so viel Leid gehört, ja, und der Pferd, und da musst du Druck, und da musst du dagegen, und das geht nicht. Und ich denke mir, Alter, die Mädels, die sind so, vor allen Dingen die Hilde, ich setze das Video mit der Hilde. Die Elfi hat es einmal gut gehabt, war dann bei dem, wo es nicht so gut gegangen ist, in Spanien, und jetzt geht sie wieder gut. Die Elfi verarbeitet das ganz anders. Die Hilde ist in Spanien geboren, war nirgendwo anders, der ist vom ersten Tag ab, bis wo es dort war, immer nicht gut gegangen, wirklich. Und mit nicht gut gegangen, untertreibe. Also wie gesagt, zusammengebundene Vorderfüße, nur jeden dritten Tag Wasser und das in Spanien bei der Hitze. Wenn sie geritten wurden, sind an Eisenbügel, die haben Nasenbeinbruch. Der Hilde haben sie am Hals den Muskel voneinander gehauen. Ja, da ist da so ein Knädel und da so ein Knädel, weil sie die Enden wieder so acting und das habe ich alles, also da war sehr, sehr oft der Tierarzt. Und bei der Elfe, und die Elfe kennt mich jetzt seit über anderthalb Jahren, da siehst du ganz einfach, wenn du jetzt da das mit Druck und du zahst da und die muss kommen und ja nicht lachen. Na, ich möchte nicht, dass ein Tier mir aus Angst folgt. Und wenn du ein ängstliches Tier hast, wurscht ob Hund oder Pferd, ja, und dann brichst du dieses Tier. Wenn dieses Tier vor lauter Angst sich dir nicht anschließt, sondern vor lauter Angst das macht, was du sagst, dann hast du dieses Tier, dann hast du die Seele dieses Tieres zerstört. Die ist kaputt. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, solchen Tieren, weißt du, wenn du der Hilde in die Augen geschaut hast, da war kein Leben da. Da war nichts. Und wenn du jetzt in der Hilde ihre Augen schaust, wenn sie mich sieht, die hört mein Auto kommen und steht schon draußen. Da ist eine Freude dabei. Und trotzdem, nach über eineinhalb Jahren hat sie immer noch Angst. Sogar vor mir. Ich meine, ich darf schon hinterm Ohr angreifen, weil die Hand zum Kopf, das war ganz eine Katastrophe. Das sind wirklich Mikroschrittchen. Aber das Pferd ist 14 Jahre nicht gut behandelt worden. Und das bringst nicht so leicht aus. Wahrscheinlich gar nicht mehr ganz aus. Und es geht darum,
für viele, wenn du selber noch nie in Todesangst oder in richtig, richtiger Angst gelebt hast, dann ist das schwer nachzuvollziehen. Dann sagt jeder, na, das lassen die mir nicht gefallen. Glaubt's mir, man lässt sich Sachen gefallen. Also keiner würde denken, dass ich 9 Jahre misshandelt wurde, ja, in einer Beziehung. Na, jeder, na, tu doch nicht. Oh ja. Und ich war aber genauso tough nach draußen hin. Da wird etwas in dir zerstört, ja? Und das kannst du nicht mehr reparieren. Das ist kaputt. Aber du kannst aus allem was machen. Und für mich ist einfach dieses, ich sehe dieses Pferd und ich weiß, wie es ihr geht. Weil ich bin auch dort gestanden. Und darum habe ich wahrscheinlich einen anderen Zugang. Ich sage das zwar eh immer wieder, aber ich wiederhole das einfach für die, die neu dazugekommen sind. Ein Tier, ich möchte, dass Tiere mir aus freien Stücken folgen, weil sie sich mir anschließen wollen, weil sie mir vertrauen und nicht, weil sie Angst haben. Und darum geht es auch in diesen Seminaren. Und ihr seht jetzt die Arbeit mit der Hilde im Video. Ich habe das Seil in der Hand. Ja? Also sie ist nicht am Seil, sie kann frei überall hingehen. Und das nächste ist, ich weiß nicht, ich habe nicht viel Ahnung von Pferden. Von Hunden habe ich viel Ahnung von Pferden. Noch nicht so, ich meine ein bisschen mehr schon. Aber ich trainiere, ich arbeite mit den Tieren nach meinem Gefühl. Ich würde nie am Anfang der Stunde sagen, heute machen wir das, 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 das. Weil wenn das Tier einen schlechten Tag hat, bringt das nichts, das da rein zu peitschen. Sondern die Arbeit, das Training, das entsteht. In die ersten paar Minuten entsteht eine Verbindung, auf der ich dann sehe, aha, heute können wir was Neues machen. Das ist bei jedem Tier ist das so. Und das ist auch so wichtig bei euch. Nehmt euch nicht vor, morgen gehe ich 7 Stunden mit dem Hund dorthin, sondern ich mache morgen was mit meinem Hund. Und lasst offen was. Wenn ihr nämlich am nächsten Tag dann gar keinen Bock habt zum Wandern gehen, sondern euch viel lieber, weiß ich nicht, irgendwo hinsetzt in den Wald und den Vögeln beim Zwie, alles gut. Es geht auch nicht darum, dass der Hund viel machen muss. Es geht darum, dass das, was ihr mit den Tieren macht, ob das Hund oder Pferd, eine Qualität hat. Dass da ein Gefühl, eine Basis dabei ist. Und nicht, ich habe heute 7 neue Kommandos. Scheiße drauf, ja? Möchte ich nicht. Und ihr seht, wie die Hilde mit mir, das ist eine Harmonie. Ich liebe diese Harmonie beim Arbeiten mit Tieren. Und ich möchte, dass die Leute, die bei mir trainieren, auch diese Harmonie begreifen und umsetzen können. Erstens einmal bist du ganz ruhig. Es sagen viele bei mir, wann mit dir ist es so gechillt. Ja, ich bin ein Energiebündel, ja. Aber wenn ich mit einem Tier arbeite, dann fahre ich meine Energien ganz oben. Und ich liebe das. Ich liebe es zu sehen, wie ein Tier mir vertraut. Ich bin nicht, also ich verstehe Menschen nicht, die stolz drauf sind, ja. Wenn ein Tier ihnen aus Angst gehört, da der macht alles, was beim ersten Kommando. Alter, das ist armselig, ja? Ich möchte, dass mein Tier ohne groß, ich muss nicht viel machen, sitzen meine Hunde, ich muss nicht viel machen. Meine Hunde gehen neben mir und ich habe noch nie Fuß gesagt zu meinem Hund. Ich habe eine andere Herangehensweise und die möchte ich vermitteln. Und als Neujahrsvorsatz, probiert neue Sachen aus. Macht Fehler, aber schadet niemanden. Ein Fehler ist nie. Ein Fehler ist nie falsch, ja? Wenn man ihn zum Guten nutzt. Und es ist okay, wenn dir dein Gefühl sagt, ich probiere das jetzt so, dann probier es aus. Solange du dem Tier nicht schadet, ist kein Fehler dramatisch. Und hurcht's nicht auf das, was andere euch sagen. Auch wenn's ich bin, wenn euch ein Gefühl euch sagt, das mag ich nicht. Dann sage ich auch bei mir beim Training, wenn du etwas so nicht machst, dann sag bitte, du, das mag ich so nicht. Dann machen wir das anders. Lasst niemanden über euch drüber fahren. Niemanden. Steht's dazu und schon gar nicht, wenn es um euch einen Hund geht. Da steht's vor euch ein Hund und sagt, so arbeite ich nicht. Danke.